Happy Halloween, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen. Ja, liebe Leute, ihr hört richtig, wir haben heute Halloween, den 31. Oktober 2015. Und ja, es ist mal wieder Zeit für eine kleine Aufnahme von Let's Play Risen. Und bevor ihr euch wundert, warum ich jetzt plötzlich hier angefangen bin und nicht unten bei dem Haus, das liegt daran, weil ich euch eine langweilige Laufpassage ersparen wollte. Mehr ist es nicht und ich habe jetzt nach knapp 30 Sekunden gleich mal wieder gespeichert. Aber keine Sorge, den Weg zurück werde ich mit euch zusammen dann laufen. Und ich höre Gnome. Zwei Holzlänge an der Zahl und ein einfacher. Aua. Einfacher tritt mir gerade ganz schön in den Hintern hier. So. Gestern hat übrigens der Alex gestreamt. War übrigens ein sehr geiler Stream, muss ich sagen. Also es hat sehr viel Spaß gemacht, den Alex zuzugucken. So. Ich muss jetzt kurz mal ein bisschen ruhiger sein, weil ich mich hier konzentrieren muss, weil es sind nicht gerade wenige. Und gleich zu Anfang zu failen wäre nicht gerade schön. Na, na. Du weißt wohl nicht so wirklich, was du willst, Kleiner. Hm? Au. So, der ist erledigt. Haben wir hier nicht einen vergessen? Ich bin mir eigentlich sicher, dass hier noch einer war. Hoppla. Wo bist du? Zeige dich mir. Oder hast du dich in den Boden hier geglitscht? Hm. Scheint wohl so. Dann gucken wir mal. Ein Gold und ein Zahn. Drei Gold. Eine Machete, die nehmen wir auch gleich mit. Also es könnte tatsächlich in dieser Session passieren, dass wir den Hafen, die Hafenstadt betreten werden. Und ich habe Hafenstadt gesagt und nicht Hansestadt oder Heimatstadt. Ey! Vier Gold und eine Rübe nehmen wir auch mit. Und Machete. Außerdem läuft hier... Au! Hilfe, habe ich mich erschrocken. Gott! Wo ist der kleine Kerl? Aua! Könnt ihr mir mal sagen, woher die Geschosse kommen? Ich sehe den nicht. Okay, ich fühle mich jetzt gerade ein bisschen verarscht. Ich lade mal kurz. Ist zwar schade, aber irgendwie hat sich da ein Gnom festgebackt. Und er kam dann nicht wieder raus. Deswegen fange ich einfach nochmal von vorne an. Also sprich, was den Kampf angeht, nicht was die Aufnahme angeht. So, dann gehen wir jetzt nochmal rein. Wir nehmen eben nochmal die Pflanze hier mit. So. Hier ist, glaube ich, nichts mehr. Au. Nee, doch nicht auf. Auf für ihn, ja. Aha. Okay. Der einfache Gnome ist schon mal weg. Und der Häuptling ist auch weg. Okay, es sind doch diesmal sogar weniger. Drei Gold und ein Stück Fleisch. Eine Machete und ich habe gerade gehört, wie einer ein Schwert zog. Wo bist du? Zeige dich mir. Da bist du. Was wackelst du so komisch? Komm doch her. Ich habe keine Angst vor dir. Du auch nicht vor mir. Sehr schön. Einmal den Säbel. Ein Gold und ein Zahn. Wunderbar. Hier haben wir noch einen Gnomen. Vier Gold und eine Rübe. Und die Machete nehmen wir auch gleich mal mit. Die Truhe dürfte offen sein, genau. 17 Gold, eine Fackel und eine Kochrezeptur. Feuertopf hat heilende Wirkung. Hallo. Mit Zwiebeln. Mhm. Ja, Zwiebeln können eine heilende Wirkung haben. Ne? Wenn ihr versteht, was ich meine. Nicht nur, dass einen dadurch die Augen tränen. Sondern man hat dadurch auch gerne mal, vor allen Dingen als Mann, gerne mal die Neigung, oder vielleicht auch als Frau, man weiß es nicht. Ist ja beides möglich. Dass man dann gerne mal des Öfteren einen Laut von sich gibt. Alter, Alter, Alter! Freunde, das war aber nicht gerade fair, was ihr hier gerade gemacht habt. Ich stelle mich schon wieder ziemlich dämlich an, muss ich sagen. Alter. Schon wieder festgebackt? Oder hast du einfach keinen Bock? Kann ja auch sein. Okay, der ist weg. Und der übrigens auch.
So. Hier ist auf jeden Fall etwas von den Gnomen in Gange. 3 Gold und 1 Stück Fleisch. Ich wollte das eigentlich nicht mehr sagen, was wir hier kriegen. Ihr seht das ja. Eine Dornkeule. Die nehmen wir auch nochmal mit. Eine Machete. Eine Machete. Kennt ihr übrigens die Filme Machete? Die sind ziemlich geil. Ich habe die mal mit meinem besten Kumpel zusammen geguckt. Also den ersten Teil. Ich glaube, den zweiten Teil eher nicht. Aber den ersten auf jeden Fall. Und ich muss sagen, der erste Teil war auch ziemlich, war auch sehr geil, muss ich sagen. Oh, eine Steinplatte. Die nehmen wir auch gleich mit. Die steigert nämlich wieder mal unsere Weisheit. Und hier ist eine Truhe. Ich bin übrigens gerade jetzt dabei, die... Oh, die ist verschlossen. Und ich höre noch einen Gnom in der Nähe. Solange hier ein Gnom ist, werde ich die Truhe nicht öffnen. Ein Häuptling sogar noch. Au. Stirb. Sehr schön. Das nehmen wir mal an uns. Ein Zahn und ein Stück Gold. Pilz. Eine Beere. Habe ich den Schild eingelegt? Ja, Schild habe ich aufgehängt. Sehr gut. Bevor ihr euch fragt, ich habe nämlich so ein Schild, wo drauf steht, bitte nicht stören. Das leg ich immer vorher raus. Mit meine Eltern Bescheid wissen, dass ich aufnehme. Nicht, dass sie plötzlich in die Aufnahme reinplatzen. Na toll. Dietrich ist abgebrochen. Supi. Also das werde ich gleich auf jeden Fall laden. Abgebrochen. Scheiße. Okay, das ist ja ziemlich einfach. Ich werde das, wie gesagt, nochmal neu laden. Ich hoffe mal, ich habe gespeichert. Ja. Ansonsten wird das ein reiner Fail-Part jetzt. Und, ja, da. Wir haben gespeichert zwischenzeitlich. Das ist gut. Den Gnomen kann ich auch nicht hören. Das heißt, den haben wir hier schon erledigt gehabt. Ein Knüppel, ein großer Heiltrank, eine Telekinese-Schriftrolle, 3 Fackeln und ein Kerzenleuchter. Nehmen wir alles mit. So, also für die Truhen, da ist es klar, da lese ich das vor, was drin ist. Und für die anderen Sachen sonst nicht mehr. Ich höre einen Gnomen. Da oben. Attacke! Aua. Ernsthaft? So. 3 Gold und 1 Stück Fleisch. Okay, hier ist noch ein Schwert, das nehmen wir gleich mal mit. So, die Frage ist, hier sind 2 Zugänge. Welche nehmen wir jetzt? Ein anderen ist für die Quest von Rupert wichtig. Den Stein, sage ich schon. Den Ring können wir nicht betätigen. Und den auch nicht. Okay. Ich werde sonst einfach mal so frech sein, einfach mal hier reingehen, in der Hoffnung, dass das der richtige Weg ist. Ansonsten werde ich gleich mal laden. Okay. Ich weiß jetzt gerade echt nicht, ob das der richtige Weg ist. Aha! Ein Ring, den wir benutzen können. Und ja, ich sehe da drüben ein Skelett. Das heißt, wir sind auf dem richtigen Weg. Das ist gut. Das ist sehr gut. Warum bleibt das Skelett stehen? Ist ja ganz interessant. Wieso bleibst du stehen, während ich dabei bin, eine Truhe zu öffnen, hä? Verrat es mir! Los! Sag es! Sag es, du Sau! Willst du nicht reden? Okay, dann mache ich dich platt. 12 Gold und ein Knochen und einen rostigen Zweihänder. Vielen Dank dafür. Die Goldmünzen nehmen wir natürlich auch mit, ganz klar. So, und dann werden wir uns mal um die Truhe kümmern. Vor allen Dingen frage ich mich, was der Ring jetzt ausgelöst hat. Wahrscheinlich die Tür hier. Also war das eigentlich ein ziemlich offensichtliches Secret. Oh, klappt beim ersten Versuch. Das finde ich gut. 18 Pfeile, ein Ring der Jagd. Oh. Einen mittleren Heiltrank und eine Beere. Okay. Nehmen wir alles mal mit. Dann speichern wir einmal schnell. Ihr seht ja, unser Leben ist alles andere als gut. Und dann gucken wir mal weiter. Schreiten nun weiter voran, liebe Leute. Hier ist ein Teller, den nehmen wir gleich mit. Ihr wisst ja, ich habe hier so einen kleinen... Also bei Risen habe ich echt einen kleinen Messi-Komplex. Hier muss ich echt alles mitnehmen, was ich kriegen kann. So ungefähr. Hier ist ein Sarkophag. Der natürlich gefüllt ist mit einem Skelettkrieger. Oh. Der sich kurzerhand mal um uns kümmert. Finde ich sehr gut, den Service, dass er sich einfach mal um uns kümmert. Ganz selbst auf öpferisch, ja, ist klar.
sich selbst aufopfert. Ich habe gerade eine Mail gekriegt. Wahrscheinlich hat der Alex jetzt schon den Stream hochgeladen, denn er hat mir schon Bescheid gegeben, dass er da gerade dabei ist, den letzten Livestream von gestern, den hochzuladen. Dann lösen wir das nochmal aus und hauen den Skelett gleich mal eine rein. Und zwar so sehr, dass er gleich mal zu Boden geht. Ein rostiges Schwert und 12 Gold und ein Knochen. Ich wollte schon wieder sagen, 12 Knochen, ein Gold. Supi. Kommt immer gut, wenn man 12 Knochen, ein Schwert kriegt. Ein Schwert, ein Knochen. Eine Halskette. Gucken wir mal, was haben wir hier noch? Starke magische Heilung. Oh, ein edles Schwert. Miau. Und Schlösser öffnen. Was ist das denn für ein edles Schwert? Oh, das macht Klingschaden 35. Geil. Nehmen wir gleich mit. Das ist gut. Das macht mehr Schaden als unser Schädelspalter. Das heißt, der Schädelspalter hat seinen Dienst jetzt getan. Und wir wechseln wieder zurück auf das Schwert. Und hier liegt ein Skelett mit 54 Gold, 17 Pfeile, 10 Dietriche und einen Teller. Ich glaube, ich mache hier mal eine Fackel an. Mit dem mal ein bisschen mehr sehen. Oh, guck mal, wir haben sogar mehr als genug Fackeln. Also was soll's. Ein großer Heiltrank und eine schwache magische Heilung nehmen wir auch mit. Also hier sieht ihr, liegt eine Menge. 74 Gold, ein Holzschild, den wir übrigens damals von Rod... Nee, wie hieß er? Domingo abgenommen haben. Schwache magische Heilung und ein Pokal. Nehmen wir alles mit. Und hier haben wir dasselbe. Bis auf den Pokal. Hier ist stattdessen eine Perle vorhanden. Und 30 Gold. Nehmen wir alles mit. Das Schloss ist zu schwierig für mich. Das Schloss ist zu schwierig für den feinen Herrn. Aber wir haben doch eine Schriftrolle mit Schlösser öffnen. Ich statte mal die Schriftrolle aus und öffne damit die Truhe. Hervorragend. Damit habt ihr jetzt mal zum ersten Mal Zauberaktionen gesehen. Also ihr seht, mit der Schriftrolle können wir auch einfach so die Dings öffnen. Wir haben hier eine Wichtelkappe, Telekinese und ein kleiner Saphir. Und ihr habt richtig gesehen, Telekinese verbraucht kein Mana. So, trotzdem tue ich mich nach wie vor schwer, einen Trank zu benutzen. Das kennt ihr ja inzwischen von mir. So. Ich glaube, da drüben wartet wieder ein Skelett auf uns. Deswegen speichere ich eben einmal kurz. Man weiß ja nie. Ja, da steht ein Skelett. Ihr könnt es vielleicht nicht sehen. Ich sehe es auf jeden Fall. Und es kommen noch welche von der Seite. Wollt ihr mich etwa von der Seite anmachen? Nein, er macht es von vorne. Also anmachen. Nicht das, was ihr jetzt dachtet. Tiefe Gewässer sind tödlich. Hatten wir schon. Das war alles andere als gut. Da haben wir einfach mal... Okay, wir haben mal eben einen Teller übersehen. Warum haben wir einen Teller übersehen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass wir jetzt hier in der Mitte des Raumes einfach mal die Fackel fallen lassen werden. Und uns um die Skelette hier kümmern. Er kommt ganz gechillt auf uns zu. Und wir treten ihn ganz gechillt in den Arsch. In den Knochigen. Genau so. Okay. Oh, da ist der Zweihänder wieder. Und toter Burgherr, da haben wir ihn noch. Den letzten. Den letzten seiner Art. Und der letzte seiner Art zeigt es uns nochmal so richtig. Also man sieht, er ist nicht zu Unrecht Burgherr geworden. Es war ja damals im Mittelalter auch so. Da wurden ja damals vom König Lehen an seine Ritter verteilt. Das wurden dann sogenannte Lehnsherren. Also die hatten die Herrschaft über das Gebiet, aber das Gebiet gehörte nach wie vor dem König. Die haben dann zum Beispiel dann auch Steuern eingetrieben und im Kriegsfall haben sie dann auch ihrem Lehnsherrn zur Seite gestanden. Wenn er gesagt hat, Leute, ich brauche eure Soldaten, eure Kampfkraft und vor allen Dingen, es mussten immer Krieger sein, die geschickt waren im Kampf. Und der ist schon mal erledigt. Schon mal als kleiner Funfact am Rande. Es kann ja durchaus sein, dass sich einige von euch für Geschichte interessieren. Und im Übrigen, dann kommt noch dazu, also das Mittelalter war ja das Zeitalter der Ritter, welches beendet wurde durch das Schießpulver, also sprich durch die ersten Schusswaffen.
dadurch entstanden dann die Raubritter. Also falls ihr schon mal das Wort Raubritter gehört habt, jetzt wisst ihr, wo es herkommt. Wir haben den Burgherren mal ebenso erledigt. Der übrigens eine sehr interessante Klinge mit sich führt. Hier ist ein kleines Schild, ein rostiges Schwert, ein Skelettkrieger mit 12 Gold und ein Knochen. Und dasselbe haben wir bei einem Nummer 1 Skelett. Und was hat der Burgherr? Wir nehmen erstmal die Verräterklinge, hallo. 155 Gold, der letzte Vasallenring und ein Knochen. Hervorragend. Das heißt, wir können zu Marvin zurückkehren und wir werden tatsächlich in dieser Session die Hafenstadt betreten. Ein rostiges Schwert, eine schwache magische Heilung, ein Goldbrocken und ein Knochen. Nehmen wir alles mit.